So, Runde 2. ist das Können wir eine gute Sand Hand? weiterspielen? Ja, das ist doch der Move, von dem Teufel gesprochen hat. Fort zieht's auf einen selbst. Aber kicken wir, oder? Ich geben, ja. Können wir wahrscheinlich so Caves Go machen und dann Turn 2 evaluieren, was wir wollen. Ja. Und er Ich nicht meine, wir könnten Blackout natürlich auch ist. Thoughtseize auf ihn spielen, weil Necromancy kann ja auch seine beste Kreatur nehmen. Richtig. Oh, ist das sick. Ja, ich bin sold. Und er ist doch wieder einer mit komplett absurden Kreaturen. Ja, schön. Aber dann nicht mit Damage, ne? Nee, warum? Schwank, ja. So, dann sehen wir jetzt, So kommt was irgendwie von sold. sowas von. Was wollen wir jetzt sehen? Consecrated Sphinx. Ach, der Glückner, Alter. Vor allem, dass er doppelt Draw 7 auf der Hand hat, ist ein Wie bisschen genau ekelhaft. hat er mit mit der Library keine Karte gezogen? Das ist eine gute Frage. Alter, Hashtag Nubat. Na, Vor allem, das ist mein. jetzt richtig devastating, ne, mit dem Forces. Was nehmen wir denn da? Deck? Ist Deck gefährlicher? Deck können wir Vindicaten, das kostet eine Karte. Und Time Twister setzt ihn halt wieder zurück, ne? Was haltet ihr denn von dem Plan, ihn einfach komplett von allen Wiesen abzuschneiden und hier Deck zu nehmen? Und dann? Und dann die Länder zu vindicaten? Also ihn einfach nie reinkommen zu lassen und wenn Aber er dann reinkommt spielt will, dann er muss er den irgendwann, Twister dann spielt spielen. er halt Twister Genau, aber irgendwann. da haben wir unsere Hand entleert und Vindicate gespielt und vielleicht schon eine Kreatur vom Board. Okay. Also ich Man meine, kann dann argumentieren, den Twister zu nehmen und dann den Deck zu könnte man vindicaten. auch, Aber finde ich ich. finde das andere besser. Ja, wir spielen dann. Ja. Echt findest du besser? Ich kann es gerade nicht Deck zu beurteilen. nehmen, ja doch, Deck zu nehmen und dann Vindicate zu spielen, nächste Runde ist besser. Er kann ja auch nicht die Library legen und eine Karte ziehen. Wir wissen, genau, erstens, und wir wissen auch nicht, ob er ein blaues Fetchland, also ob er ein blaues Land jetzt hier bekommt. Er müsste eigentlich schon was wie ein Watery Grave, Ja, also. Und den können wir ja dann gleich kaputt machen. Das Problem ist, im Langspiel holt er sich natürlich mit der. Wenn er jetzt einfach Library legt, kann er nächste Runde damit Karten ziehen. Und wir haben ja. keinen Druck. Das heißt, wir müssten eigentlich diese Library zerstören. Ja. Die er nicht legen will. Hat er die Karte verstanden? Okay, jetzt ist es dann sein Plan anscheinend Tesserit. Und jetzt können wir eigentlich schon wieder nicht dieses Vindicate spielen, weil der Tesserit in 2 Runden zu stark ist. Na, jetzt spielen wir doch das Vindicate auf den Undergrounds ohne Probleme. Wir kennen doch seine Hand. Er hat jetzt eine Library und einen Mountain auf der Hand und kann. Ach so, weil er die Library nicht mehr benutzen kann, ne? Ja. Ja, okay, klar. Also es ist zwar jetzt nicht optimal, aber ich glaube, das ist so unser Best Shot, weil selbst an dem Stadion. Im Stadion? Stadium, ist halt schon ekelhaft, die Tesserit zu resolven zu lassen. Ich meine, gut, der würde wahrscheinlich erstmal nur Plus machen, aber. Er hat schon ein gemeines Deck. Ich glaube, er hat euer Traumdeck wahrscheinlich. Das sieht stark danach aus. Glaube, seine Starthand war die beste, die man nur hätte. Ah, hier zieht er wieder. Oh, okay. Das hilft natürlich wenig, aber. Das heißt, wir knallen eine Jitte raus, ne? Ja. Oh, diese Jitte scheint einfach in jedem Match. Können wir auch gerne rausbauen gegen ihn. Das Problem ist, dass wir selbst mit Unburial Entomb wäre echt ein guter Draw, würde ich empfehlen. Ein Tupfer wäre richtig deep. Fast. Naja gut, irgendwann können wir den auch mal Hardcast nicht antreten. Um null Value zu erzeugen. Ja, aber dann haben wir einen 6-6er. Was macht der gegen mit seinem Deck? Pop-up die 7 Karten ziehen. Ah, jetzt hat er den Derby verstanden. Ja, jetzt ist ja auch ein Sumpf. Nein, ich tappe die nur für farblose Mana oder ich ziehe eine Karte. Oh. Aha. Er will Hier keinen nicht den Deck Tesserit. legen, um Chitte zu nehmen? Okay. Na, wahrscheinlich spielen wir den value-reichsten Sandtitan aller Zeiten. Der Reicher wird er nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir auch safe jetzt gegen Tezzeret. Sind wir das? Naja, er kann halt jetzt einfach Alter, jetzt Tezzeret muss machen ich und uns M drücken, angreifen. ne? Ja, und dann hast du Oh. gemerkt, dass du den Weißen nicht gewinnen musst. Scheiße. Und nochmal. Also, ich mache mir hier mit Weiß. Da mache ich mir hier mit Weiß. Kannst du Zwick. nicht, mach mal kurz, mach mal weg, nein, Nein, ich mache hier doch, nicht Zwick. bitte, bitte, bitte. Was denn? Ich will gucken, ob wenn du auf die beiden Weißen mit M klickst, ob der dann automatisch das Weiße nimmt. Oh ne, ist mir zu kompliziert. Wie hast du denn gerade rot in der. Achso, Mox. It's Wunderbar. magic. Ja, it's magic.
Das Schöne ist natürlich, dass er nicht jetzt die Walker einfach so legen kann. Er braucht irgendwie was, um sie zu beschützen. Strange Man. Ja, ich hätte die auch instant jitter gesnippt. Ja. Wahrscheinlich wollte er die zwei Schaden nicht nehmen oder so. Ach gut, da hätte er sich auch um eine Island suchen. Ja, komisch. Jittig gesnappt? Ja, er hat doch einen Tank auf der Hand. Der ist ein Friedhof. Ach nein, was erzählen wir denn? Oh. Ja, was erzählst du denn? Jetzt haben die Leute sich vier Minuten anhören müssen, warum man sich den Tank nicht gönnt. Oh, Margaret. Aber ach so, und... Er hat aber schon ein leckeres Deck, ne? Hat er jetzt schon wieder keine Karte gezogen statt... Ja, ja, er braucht das Mana. Mhm. Er spielt ja Timeswirl. Ah, das finden wir vielleicht schlecht. So, wir finden das echt gut, oder? Ja, wir haben ja die toteste aller toten Hände. Ah. Okay, er spielt. Okay, dann verstehe ich es auch nicht. Okay. Also er hat euer Traumdeck, aber er ist nicht euer Traumspieler. Er ist nicht der Pilot, den wir geordert haben. Oh, das ist ein MJ. Sagt man so. In Fachkreisen, ja. Spielt er das jetzt einfach? Nee, kann er gar nicht. Ich spiele jetzt noch Empty. Ah, offensichtlich. Empty the Bones. Um unseren Titan genau tot zu blocken. Nix. Aber das ist doch echt Titte, oder? Ja, warum? Das muss halt nicht. Das ist halt schon nervig. Dann holen wir ihn Insta wieder. Das ist richtig. Hä? Du? Ja, mit Animated. Ja, ja, aber du kämpfst doch einfach. Wenn er mit einem blockt, soll er das machen. Ja, sicher. Wo bockt er? Tesserit. Vielleicht wird er auch bloß mit einem blocken, ne? Ja. Na gut, aber dann verliert er noch zwei weiter. Ich glaube, an seiner Stelle würde ich das hier mitnehmen. Also Empty kann ja nicht hier seine Kill-Option sein. Ich glaube auch nicht. Na und wenn, hat er ja auch eine Timespiral. Ja, genau. Also er hat noch und so einen Time-Twister. Und Twister, ja. Eigentlich kann man eigentlich nicht eins von beiden nehmen aus der Starthand, weil... Ja, eben. Deswegen, das ist ein... Die sind ja schon so ein Mulligan an sich. Was? Er lässt uns jetzt... What? Ja, okay. Na, ist ja fair. Ja, Karte gegen Karte getauscht. Das sah schön aus. Animate Dead, ne? Nicht Necromancy. Ja, weil die Flexibilität des Instants. Aber jetzt haben wir noch einen 5-6, also müssen wir ein Emblem machen. Ist halt wirklich schade, dass dieser. Kannst du noch equippen, Mann? Nein, einfach nur gewinnen. Naja, der macht Marken auf die Jitte. Ja, für den Jitte reicht auch jede Crab-Kreatur. Ja, richtig. Der Treuer ist ihm nicht gut genug, hat er vorhin gesagt. Ja, der, guck mal, der hat ja auch Vigilance. Ja, also 5-6 Vigilance. Naja, hat ja schon mal erklärt, dass Vigilance das beste Keyword ist. Nee, das war ich nicht. Natürlich hast du das. Nee, das war Felix. Nein. Weil er nämlich in seinem Kopf, also er spielt nicht mit Board, sondern er macht alles im Kopf und er merkt sich nicht, dass die Kreaturen... nicht getappt und greift hinten sie an. Hm. Was? Naja, klar. Also er greift in sie nicht. Oder wie soll ich das erklärt haben? Ich denke immer noch, du machst das. Aber weswegen solltest du was sagen? Klingt es doch viel besser. Ach, die Library macht, was sie machen muss. Ordentlich farbloses Mana. Nein. Hä, schwarzes Mana. Ah, es hat farblos gemacht. Es wurde erst wegen der Schwarz. Okay, okay. Jetzt macht er. Das macht keinen Timespiral Mana. Das ist Bargain? Das ist bestimmt Bargain. Meinst du, er lockt sich hier selber raus? Ja, hat er nur einen Timespiral. Ah. Er hat von Memory Jar. Okay, vielleicht will er den spielen. Ist er der Dreifarblose? Ja. Memory Jar könnte uns richtig reinbringen, übrigens, da Necromancer dann plötzlich live wird. 6. Er macht Type-Travel. Aber jetzt muss er noch ein blaues spielen? Aber dann würde man diese ganzen Signets nicht casten. LOL. Oh. Ich glaube, er macht nicht die Type-Travel. Ja, er hat wirklich das Deck, was ich so 90% der Fette drafte. Ich glaube, dann ist auch relativ klar, wer das Matchup gewonnen hat. Wenn wir ihn anziehen, können wir ihn einfach diskarden lassen. Also den Sandhalten opfern lassen. Hätte er nicht einfach das Animate der zerstören müssen mit dem Hohenbonus? Ja, aber so hat er Sandhalten. Ja, aber warum? Na, weil er so einen Sandhalten hat? Ja, aber Nicobolas auf Ultimate zu gehen ohne Back, also ohne Downside, verstehe ich nicht so richtig. Ich
Stehst nicht, dass er den Subtitle bekommt? Ich glaube, dass er Nicole Bulos falsch spielt. Das hieß natürlich jetzt, dass, dass er jetzt dass einfach das Signal-Opfer, ne? Richtig, aber wir müssen die trotzdem spielen. Ja, spielen. Er kann sie, er kann auch die Shiodrit einfach übernehmen. Oh, ja, kann er echt. Ach, Nicole. Also, wie läuft Nicole Bulos mit seinem Agenten dazu? Sehen wir, glaube ich, nicht gerade mit dem Start. Hm, aber sie nicht zu spielen, ist ja auch keine Option. Ja, wir sind einfach ziemlich... Ich meine, der Living Glass ist halt immer noch ein guter Draw von oben. Also, nee, gut ist übertrieben. Der einzige Draw, der uns am Leben hält, sagen wir es mal so. Vielleicht spielt er einfach so eine Timespell. Oder ich weiß, was er damit anfangen soll. GT gehört ja auch immer noch uns. Also, wer weiß, was man damit anfangen kann. Effektiv ist der Sun Titan jetzt auch nur 2-2. Holt aber ein Deck wieder, der dann die GT übernimmt. Oh mein Gott. Ah, das sieht nicht sehr gut aus für dich. Nee. Aber wir haben ja auch wirklich nichts gemacht. Also Foxy's Vindicate, interessant halten, der nichts holt. Und er hat hier zwei Doppelmind-Controller sich schon gesnackt. Ach, ah, Living Death so. könnte noch was machen. Problem ist halt, dass wir dann immer noch nicht rauskommen. Ja, wir haben ja keine Kreatur dann, ne? Ja. Wir sterben ja auch jetzt fast schon. Na, sieht er den Deck? Er sieht ihn. Hat ihn gesehen. Ich muss aufpassen, dass die Marken von der Dornen ist. Ja. Wenn er sie übernehmen will. Schade, dass sie auch nur 4 Marken hat. Und nicht 18. 18 wäre besser. Ach, komm, wir können auch einfach aufgeben, ja, oder? Spieler. Na, Living Death geht halt noch, ne? Du musst nichts machen. Was machst du da? Na, er übernimmt... Ach! Lol. Okay. What? Er braucht mehr Futter für Tezzeret. Oder so. Warum hat er jetzt immer noch eine Timespell, einen Time-Twister und einen Memory-Shafter? Ja. Das ist schon absurd. Na, Backup. Ja. Wir sollten einfach ein bisschen schneller sein. Still had all these. Ja, oder Akku-Deck bauen. Oder der Sun-Titan hätte halt auch irgendwie mal was machen müssen. Soll ich will kein Sun-Titan sein. Dieses komische Empty the Bones war natürlich dann irgendwie auch ganz schön... Oh, second. Na gut, da geht's ins Sideboard. Aber ins Agro-Deck bauen, kann nicht die Antwort sein, oder? Ich glaube, mit einem normalen Draw hätten wir hier ganz viel Chancen gehabt. Aber der ich glaube, dass wir keinen... Den nicht brauchen, genau. Was? Den Trickman nicht brauchen. Ja, der Indrik Stormholder sieht sehr gut aus. Tasty sieht ja aus, finde ich. Ja. Seid ihr denn von Confident? Ist zu hart, oder? Ja. Na, wir spielen ja nicht gegen den Kontrolldeck in der Hinsicht. Wir spielen ja auch nur gegen so ein Value mit Rage Deck. Also wir müssen ja nicht gegen Removal die ganze Zeit Karten ziehen oder so. Part Jacks haben wir auch nicht. Aber ne? Wie wär's denn mit Spirit of the Labyrinth? Ja, der scheint ja sehr richtig zu sein. Tasty. Ja, das ist doch okay so. Hm? Ist Wave gut genug? Ja, wenn er mit seinem Tesserit wieder kommt. Ja, ja, okay. Und vor allem seinen Überbude. Stimmt. Wobei wir wahrscheinlich verlieren. Ich würde gerne diese Aspet noch zocken. Crusader ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, oder? Ja, ich habe überlegt. Wir haben ja im Prinzip auch nur eine Win-Option gesehen und das war gerade. Aspet gefällt mir gar nicht. Okay. Tesserit. Ja, auch nicht ganz. Wie gut ist denn der Mastikor in unserem Deck? Nee. Immer noch zu schlecht. Der enabled halt auch unseren Minimeter. Na gut. Vielleicht können wir echt Sunny rausnehmen. Der war gerade sehr underwhelming. Er holt auch eigentlich nicht viel wieder. Der holt halt das Bild irgendwann mal vielleicht wieder, was relevant sein könnte. Aber den kriegen wir auch irgendwie anders wieder. Ja. Also vielleicht hatten wir lieber den Crusader. Ja, ja. Ja. Ab geht die Post. So, jetzt machen wir es nochmal richtig. Also die Tools sind da, ne? Grenzwertig. Wir können halt nichts abwerfen. Und wir machen halt auch wieder selber nichts. Wir sehen mal da einen, entweder einen Discarder oder... Na ja gut, wir haben keinen Discarder, aber einen von denen... Aber bis dahin machen wir schon mal echt Sachen. Was denn? Kein Land ziehen? Selbst auf 3 machst du nicht viel. Naja, irgendwie ist das schon okay gegen sein Deck, aber... Allerdings hat unser Gap jetzt auch nicht so viel Early Game.
Theoretisch wäre es halt schon denkbar, dass wir den Wings Souls in Tosauren haben und dann ist das schon eine ganz schön gute Glock, aber das kann halt vielleicht trotzdem zu langsam sein. Was sagt deine Intuition? Sagt eigentlich eher, dass ich mal legend sollte. Naja. Ich finde es nicht schlimm, also zum Beispiel. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich verurteile nur. Also dann würdet ihr es halten, dann halte ich es auch lieber. Ich glaube, ich würde es nicht halten. Ich würde es auch nicht halten. Na, dann müssen wir nicht lange diskutieren. Na, das ist wenigstens was, womit man arbeiten kann. Ich meine, so ein Spirit kann für ihn richtig devastating sein, wenn er halt mit seiner guten Library-Deck-Faden-Geschichte... Library schaltet der nicht aus. Doch. Naja, okay. Ja, wenn er so... Okay, wir sparen nicht so lange, bis wir 8 Karten haben. Nice. Dann werden wir zuerst den Stormholer ab. Das Bild wäre auch so eine richtig schöne Kreatur im letzten Spiel gewesen. So Turn 2, der wäre einfach schon tot gewesen, bevor er da sein Zeug gekastet hätte. Muss er sich gleich Primo besuchen. Can't win. Naja. Can't win, passt schon, ne? Ist schon okay. Ich meine, wenn er dann wirklich einen Hard-Move braucht und wir haben dann unseren Minimeter-Spell fürs Bild, könnte es schon gut genug sein. Allerdings, wenn er ein Remove im Deck hat, wenn er den jetzt nicht wegmacht, wissen wir, was los ist, dann kann er den auch nicht wegmachen. Nice. Aber er macht jetzt Feuer. Terminate. Okay. Hauptsache, er macht es mit meinem Abkehr. Ja, wenn du nicht noch eine extra Karte ziehst, dann. Schade. Aber wir kommen langsam näher. Ist halt dringend ein schwarzes Mana 10, ey. Ist natürlich wieder sehr ärgerlich, dass sie schnell wird. Auf der Hand ist. Ja, das sieht schon echt. Also wenn wir jetzt schaffen, den Primus ins Friedhof zu kriegen. Ja, dann sieht es auch gut aus. Aber dann kann man mit der Necromancy auch gleich 2 Karten zerstören. Richtig. Naja, so läuft es dann halt manchmal. Das ist was der Doktor ordert. Ja, muss machst du der zweiten Mailbase. Naja, immerhin. Immerhin im Blitzpreis. Jetzt kommt das Gift. Perfekt. Mana Duell. Aber dem hat er echt Respekt. Kommt der Olas? Ja, das wäre sick. Obwohl wir dann immer noch theoretisch im Spiel wären, wenn er nicht die Plätze zerstört. Mit dem Sumpf kippen. Okay, mehr Card drauf. Moment, war auch nur Nicole und Tazeret dann seine einzige Win-Option, oder? Und Empty the Bones. Ja, aber dazu muss er uns erstmal ein paar Spells zeigen. Ja. Und wenn er hier Time Twister und Memory Jar discardet? Das ist also wahrscheinlich noch das Bügel auf der Hand. Empty the Wand. Jetzt kommt es. Ist soweit. Ihr lacht. Ich weiß nicht, was ihr lacht. Der hat 6-1-1er. Unschlagbar. Oh. Die Erlösung gegen 6-1-1er. Und der blockt noch die 1-1er so angenehm. Nice. Wir sind im Game. Offiziell. Squire Way. Wie er jetzt ein Timespiel spielen muss, damit wir die Jitte nicht mehr haben. Ja. Always look on the bright. Sehe ich auf die allerhellste Seite gucken, ja. Ich meine, wenn er jetzt nichts mehr hat, ist er doch auch schon. Die 6 Goblins gewinnen auf jeden Fall nicht nur alleine. Du glaubst, unser Gegner wirft Memojar ab und hat dann nichts mehr? Da bin er nur ein. Aber guck mal, er hat wirklich Timespray gespielt. Ja. So, mehr kann da jetzt nicht passieren. Das wird doch endlich haben wir Länder gezogen. Das ist eine gute Starthand. Ja, das ist. Naja, hättest du die gehalten? Ja. Ja, easy. Die wäre ganz schön gut gewesen. Turn 2, Turn 3 und dann Emblem. Das wäre stark.
Macht er jetzt noch mehr Empty? Das wäre gemein. Ja, dann wird der Stormford aber nicht mehr genug. Squire alleine. Aber ich traue ihm schon zu, dass er jetzt coolere Sachen machen kann. Ich meine, jetzt kann er auch die ganzen Planeswalker wieder ausspielen. Glaube ich nicht. Das, heißt, oh. Das kommt nicht in die Kategorie cool. Er hat den Squire geklaut. Ich weiß nicht, was ihr da noch lachen könnt. Ja, wenn jetzt nochmal die MT kommen, dann musst du schreiben, ey, wenn du es nötig hast. Wir haben auch nichts direkt gegen MT, ne? Nee, leider kein Massaker. Oh. 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 Come on. Gibt es eigentlich Text? Nee. Das war einfach der Value-Tutor. Ja, vielleicht zockst du auch zweite Mainface, weil er der Troll ist. Wieder Fortune. Das ist doch das Empty, ja. Ja. Er musste dieser Massaker wurm. Na, da haben wir einfach verloren, ne? Mhm. So, das sind 16, 17 Schaden. Wir können einen Block erlegen. Und zwei Leben bekommen, ne? Ja, gehen wir auf 16. Ja. Kriegen wir genau 16 Schaden. Ja, na, da darf man. What? So muss man 1000 Mal anklicken. Du bleibst auch noch mit dem Stronghold. Ja. Falls wir das Dismember haben. Wir können auch nicht mal Living Death ziehen. Also doch können wir, aber es macht nichts. Erstmal ein Twister. Guck mal, das ist das Living Death. Naja, komm. Das ist immer noch nicht casten können. Aber wenn wir jetzt einen Sumpf ziehen. Dann sind wir immer noch tot, weil wir 16 Schaden kriegen. Wir sterben doch jetzt. Hä? Ach, das hast du noch gleich gesehen? Ach so, ne. Er hat 17 Kreaturen und ja. Ich dachte, du wolltest ihn jetzt so testen, ob er den Attack-Button findet. Achso, ne, ich habe mich selbst getestet. Okay. Was sind das nicht bestanden? Das sind übrigens preußische Goblins. Schon gesehen? Mhm. Ja. Jetzt hat er auch gemerkt, dass er einfach gewinnen kann. Erstmal auf den Tide-Twister zaubern. Ja, GG. Ja, das ist natürlich traurig, so zu verlieren. Ja. Wir haben ja noch eine Runde. 1-2 ist noch live. Ja, richtig. Hä? Achso, Schnauze.